Regulierungen im Kryptobereich, wo man hinschaut. Ist die USA dank Joe Biden bald kryptofreundlicher als die EU? Und wann folgt der nächste Bitcoin-Ausbruch? Ja, wir beginnen unsere heutige Folge tatsächlich mal mit positiven Nachrichten, denn soeben wurde bekannt gegeben, dass es in Europa kein Verbot für Kryptowährungen, Proof of Work oder Krypto-Mining geben wird. Der Stand von letzter Woche war ja noch, dass dieses Verbot komplett vom Tisch war. Aber letzten Freitag hat sich das auch wieder verändert und wer bei diesem ganzen Hin und Her noch durchblicken möchte, der bleibt auf jeden Fall dran, denn ich gehe später noch genauer auf Regulierungen ein. Denn wir beginnen heute mal die Folge mit einem Blick auf den Bitcoin Fear and Greed Index. Für alle Neueinsteiger, das ist der Indikator, der die Emotionen der Anleger in einem messbaren Wert angibt. Was ebenfalls für eine relativ ängstliche Stimmung steht, ist der Blick auf die aktuelle Hashrate. Langfristig gesehen befindet sich die Hashrate eigentlich im Aufwärtstrend, aber momentan sieht es so aus, als sei diese in einer Korrekturphase und man könnte behaupten, die Kryptominer sind zurzeit in Kurzarbeit. Und auch ein Blick auf die Heatmap der letzten Woche zeigt ein ähnliches Bild. Bitcoin, Ethereum, alle bei plus minus null und auch der Tagestrend sieht sehr ähnlich aus. Wenn es die Farbe Grau hier geben würde, sollte man sie auf jeden Fall verwenden. Der einzige Coin, der etwas raussticht, wie hier zu sehen, ist der Luna Coin, ca. plus 10% in einer Woche. Aber darüber gibt es später von Katja mehr. Was wir auch noch rausgesucht haben, ist der Cardano Coin. Auch da gab es mal ein bisschen Bewegung, aber auch langfristig gesehen befindet sich hier der Cardano Coin in einem Abwärtstrend. Aber insgesamt sieht es weiterhin nach Bodenbildung aus, vor allem bei den Top-Coins, also die Coins mit der größten Marktkapitalisierung. Das Positive ist, sie präsentieren sich immer noch deutlich stabiler als der Großteil des Aktienmarktes momentan. Aber wir merken einfach, hier fehlen positive Signale und die könnten jetzt eben aus den USA kommen. Denn per Beschluss des Präsidenten Joe Biden wurden verschiedene Behörden, vor allem das Finanzministerium, dazu aufgefordert, dass sie doch bitte eine ganzheitliche Kryptoregulierung aufarbeiten sollen. Da geht es dann um verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, welche Chancen bestehen mit einem digitalen US-Dollar oder auch das Thema Finanzstabilität. Also inwieweit gefährdet der Kryptomarkt die Finanzstabilität oder kann diese sogar unterstützen oder auch das Thema Geldwäsche. Und interessanterweise klang das alles sehr ausgewogen. Und das wurde vom Kryptomarkt natürlich erstmal als positives Signal gewertet. Ob das jetzt aber der Grund für den Kursanstieg am letzten Mittwoch war, das lässt sich natürlich nicht genau sagen. Oder ob das vielleicht in Korrelation mit dem DAX stand. Was aber auf jeden Fall positiv ist, dass hier nicht von Verboten gesprochen wird, so wie das zurzeit in der EU gehandelt wird. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass die USA besser verstanden hat, wie wichtig der Kryptomarkt für die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Volkswirtschaft ist. Daran könnte sich doch die EU mal ein Beispiel nehmen, denn es ist tatsächlich schon wieder passiert, es gibt Neuigkeiten im Krypto-Verbotsthema. Also ob dieses ewige Hin und Her jemals enden wird, wissen wir leider auch nicht. Wir wollen nur mal festhalten, der Stand letzte Woche war so, dass dieser Paragraph, der Kryptomining als umweltfeindlich darstellt, gestrichen wurde. Aber jetzt, letzte Woche Freitag, kam dieser Paragraph wieder per Änderungseintrag ins Spiel. Und es geht wieder darum, ob Kryptoassets, die angeblich als nicht nachhaltig eingestuft werden, verboten werden sollen. Ja, und ein Votum, also eine Abstimmung über dieses Kryptoverbot hat tatsächlich vor 2 Stunden stattgefunden, also am 14.03. Und es ist positiv für alle Kryptofans ausgegangen. Aber gleich vorweg, denn wir wollen hier auch keine Panikmache betreiben, selbst wenn dieses Votum negativ ausgegangen wäre, also sprich, die Mehrheit hätte für ein Krypto-Mining-Verbot gestimmt, wäre das noch lange nicht das Ende gewesen, denn danach folgt dann noch ein Verhandlungstreffen. Dort könnte man diesen Paragraph immer noch rausstreichen. Aber auch selbst wenn das durchgegangen wäre, ist immer noch völlig offen, was die Konsequenzen wären. Ob dann zum Beispiel Kryptominer angeben müssen, ob der Strom oder die Energie, die sie fürs Kryptomining verwenden, zu 80% aus erneuerbarer Energie stammt, auch das ist völlig offen. Und ich denke persönlich auch, die EU hat momentan ganz andere Probleme, als so etwas zu überprüfen. Von daher bei diesem Thema einfach erstmal locker bleiben.
Was ich zum Schluss noch erwähnen möchte, ist, dass die Kryptobörse Kraken letzte Woche 10 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin an die Ukraine gespendet hat. Und mittlerweile belaufen sich die Kryptospenden für die Ukraine auf 100 Millionen Dollar. Ja, das war's auch schon von mir. Jetzt folgen wieder detaillierte Insider-Infos von Katja. Unter anderem darüber, warum sie zum Beispiel kein Ende beim Abwärtstrend vom Cardano-Coin sieht. Oder auch, wie die aktuelle Rolle des Bitcoins oder der Kryptowährung allgemein im Ukraine-Krieg sind. Und zum Schluss stellt sie uns einen Coin vor, der vielleicht interessant ist für Leute, die ein passives Einkommen generieren wollen in Form von Krypto-Stacking. Wir fangen heute mal mit dem Thema Cardano an. Ich weiß ja, du bist ziemlicher Cardano-Fan und heute gibt es nicht nur den Coin der Woche von dir, sondern auch den Buchtipp der Woche, der auf jeden Fall auch was mit Cardano zu tun hat. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich noch so ein großer Cardano-Fan bin. Für alle, die Cardano nicht kennen, es ist ja eine Blockchain, ein Konkurrent von Ethereum, der darauf abzielt, mit Proof-of-Stake-Verfahren ein energieeffizienterer Infrastruktur-Coin zu sein. Ein Projekt, das auch viele Unternehmen anlocken soll. Und über 500 Anwendungen laufen schon auf Cardano. Und die große Frage ist ja, wer ist der Sieger in der Zukunft der Infrastrukturprojekte, die auch Unternehmenslösungen dann auch zum Laufen bringen. Und da gibt es einen Podcast, Laura Schinn hat den ins Leben gerufen, Unchained, und die Laura Schinn hat jetzt ein Buch geschrieben. Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, ich habe nur mal reingeschaut, es ist auf jeden Fall ein Buchtipp, The Kryptonians heißt es. Und ich war ehrlich gesagt schockiert, weil sie sagt, von wegen Akademiker, der Cardano-Gründer Hoskinson, der flunkert sich einen Bildungshintergrund. Ja, und dann haben die beiden sich jetzt auf Twitter ein bisschen gestritten. Aber Laura Schinn scheint recht zu haben. Sie hat wirklich recherchiert und auch die Unis, bei denen Charles angeblich einen Abschluss hat, dementieren das und sagen, nein, er war eingeschrieben, hat aber den Abschluss nicht und die hatten nicht mal ein Doktorandenprogramm, weil er meinte, er möchte dort auch, also er hätte dort den Doktor angestrebt. Auf jeden Fall hat Charles damit auch sein Gesicht etwas verloren bei vielen Leuten. Laura Schinn hat das Problem, dass ein riesen Shitstorm über sie hereinbrach. Viele Cardano-Fans haben sie wirklich böse beschimpft und sie hat das auch veröffentlicht mit You're ugly as fuck oder du bist überhaupt kein Journalist. Und da muss ich sagen, es geht ein bisschen zu weit. Aber ja, sie hat auf jeden Fall eine krasse Sache beleuchtet. In der Kryptowelt geht es darum, transparent auf der Blockchain abzubilden. Man möchte etwas verbessern. Und wenn jetzt ein Chat mit Flunkern oder mit Lügen ins Rampenlicht tritt. Und Charles Hoskinson ist ein großer Krypto-Spieler im Markt. Dann gerät gelegentlich auch die Kryptowährung ins Wanken und fällt ins Bodenlose. Und gerade wenn man Cardano und Depot hat und ist jetzt erst vor kurzem eingestiegen, hat man auch große Schmerzen verzeichnet. Ich selbst bin noch mit 30% im Plus, vor einem Jahr waren es noch 300% plus und ich weiß es nicht, wo die Reise hingeht. Aktuell notiert der Coin bei 73 Cent. Naja, es ist jetzt nicht wirklich Highlight. Vergleicht man das mit Ethereum oder Solana, also der Konkurrenz, oder Polkadot, aber immerhin noch auf Nummer 8 unter den Top 10. Und deswegen ist es wichtig, dass gerade diese Gründer glänzen ohne Lügen, sondern mit Ehrlichkeit und Loyalität und Transparenz. Natürlich sagt jetzt Charles dazu, ja, alle sind nur darauf bedacht, seinen Ruf zu schädigen. Es gibt immer nur Engel oder Dämonen, das wäre was Menschliches. Jeder wird als gut oder schlecht gelabelt. Ja, und er sagt, Cardano ist das Ergebnis aus Teamarbeit und er alleine als Person hat damit gar nicht so großen Einfluss. Bildet euch eure Meinung. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr eher skeptisch, was Cardano betrifft? Ich selber sage immer, gut gestreut, nie bereut, hat auch mal die Börsenoma Beate Sander gesagt. Und deswegen immer nur nicht all in gehen, sondern von jedem etwas ins Depot. Nicht nur Krypto, auch ein bisschen Gold, auch ein bisschen Cash, auch ein bisschen, ja, Fonds, ETFs, genau das, was euch Spaß macht und nicht nur in eine Sache verlieben und nicht nur zu optimistisch rangehen. Ja,
Werfen wir noch einen Blick nach Russland. Wir haben ja schon in den letzten zwei Folgen ziemlich ausführlich über dieses Thema gesprochen. Und wir können es auch heute wieder nicht so wirklich ausklammern, denn ja, der Kryptomarkt spielt eine ziemlich große Rolle im Krieg. Und wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Weichen denn tatsächlich russische Oligarchen in den Kryptosektor aus? Ja, ich habe mir das jetzt mal genauer angesehen, was die großen Krypto-Plattformen machen. Denn auch in der Ukraine kam ein Aufruf von Seiten des Vizepräsidenten, dass viele Plattformen auch die Transaktionen von russischen Usern einsperren sollen, also die Guthaben einfrieren. Viele große Coinbase oder Kraken weigern sich oder Binance, weil es heißt, ja, sie glauben an die finanzielle Freiheit. Und die meisten Russen, sagt auch der Coinbase-Chef, haben nicht mal, die finden das nicht unbedingt gut, was ihr Land da so treibt. Und es sind sehr viele Kryptobewegungen seit dem Kriegsausbruch zu verzeichnen. Allerdings bezweifelt man, dass es Oligarchen sind, die dahinter stecken, weil große Milliardenvermögen zu verschieben, das ist gar nicht so leicht mit Bitcoin und Co. Es ist auch leicht zu tracken. Der Markt ist so klein, 2000 Milliarden ungefähr Dollar macht es aus an Marktkapitalisierung. Bitcoin hat fast die Hälfte davon. Ja, und wenn man sich die Transaktionen der 27 EU-Länder mal für den Monat Dezember anschaut, mit 27 Milliarden, stellt man fest, es ist wirklich ein kleiner Markt, der Kryptomarkt. Und es ist auch nicht alles schlecht, was jetzt dahinter steckt. Man hat ja auch gesehen, dass die Ukraine viele Kryptospenden erhielt. Und jetzt ist die Frage, zielen die Medien darauf ab, Krypto schlecht zu reden, um ihre Regulierungen voranzutreiben? Stichwort MiCA, EU-Regulation. Ja, ich bin auch gespannt, was ihr sagt. Glaubt ihr, dass wirklich das Krypto einfrieren die Lösung ist von russischen Usern, die wirklich die meisten davon sind, wirklich Leute wie du und ich, kann ich sagen. Und die haben auch keinen Bock auf so einen Krieg und auf einen verrückten Diktator. Es ist nicht keine einfache Diskussion, die wir hier führen. Ja, und ich finde auch eine allgemeine Sanktion würde einfach dem Grundgedanken von Kryptowährungen widersprechen. Ich glaube, das hatten wir auch schon im letzten Video erläutert. Kommen wir auch noch zum Abschluss, und zwar ist das wieder der Coin der Woche. Ich habe euch einen richtig interessanten Coin mitgebracht. Luna heißt er. Und viele, die ihn noch nicht kennen, der ist gelistet auch unter dem Namen Terra. Der Gründer Do Kwon ist ein Rebell und ich mag Rebellen, wie ihr wisst. Er ist sehr sympathisch, charismatisch und er hat tatsächlich in einem Interview gesagt mit CoinDesk: In the US I have very little interest. Das heißt, ja, das interessiert ihn gar nicht, die USA. Und das macht ihn wirklich auch interessant für die Krypto-Community, die sagen, hey, die USA macht ja vielen Angst mit ihren Regulierungsdrohungen. Und er sagt, ja, USA ist nicht mein Zielmarkt. Was steckt hinter Terra? Das ist ein Protokoll mit dem Ziel, ein effizienteres Zahlungssystem für Banken zu ermöglichen. Und das ist quasi ein Infrastrukturcoin. Und da ist ja immer die Frage, wer ist der Gewinner in der Zukunft? Wer hat die Hosen an? Wer wird die Massen an Unternehmen an sich reißen? Und auch nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatinvestoren und Anleger. Ja, und die Frage ist auch, hat Terra das Zeug, auch den asiatischen Markt voranzutreiben? Weil es muss ja nicht unbedingt die ganze Welt die Zielgruppe sein. Man kann sich das ja auch aufteilen, vielleicht Ethereum für Europa. Cardano hat ja immer gesagt, sie wollen den afrikanischen Markt vor allem ein bisschen umkrempeln. Und Terra könnte in Asien der Star der Zukunft werden. Schaut man sich jetzt auch mal an, dass viele Stablecoins mit Terra verknüpft sind. Da sind ja viele von euch noch ein bisschen skeptisch. Was ist denn überhaupt ein Stablecoin? Ist oft eine Frage, die gestellt wird. Das ist eine Art Kryptowährung, die ausgegebene Währungen, also staatliche Währungen abbilden, also die Preisentwicklung. Und der Vorteil dahinter ist, du kannst schneller mit einem Stablecoin handeln, du kannst flexibler agieren und du kannst, also wenn du jetzt Cash hast, ja, schick mal schnell Cash nach Amerika. Das dauert ja ewig. Das macht ja kein Mensch. Aber mit Stablecoins kannst du wirklich dir auch schnell Investments kaufen. Du kannst halt dadurch, also Do Kwon, der Gründer, sagt,
es macht vieles einfacher und besser. Und das ist das Ziel von Terra. Und ja, es ist auch beim Staking die Staking Queen Nummer 1. Hat sogar Ethereum jetzt in den Schatten gestellt, weil der Preisanstieg von Luna innerhalb von einem Jahr über 550%, ist das Ding steil gegangen, hat dazu geführt, dass er zur zweithäufigsten gestakten Primärwährung wird, die ja, emporgestiegen ist. Und Staking, für alle, die euch das kein Begriff ist, da kriegt der Kryptohalter quasi eine Belohnung dafür, dass er das Zeug hält. Oder ja, wie könnte man Staking erklären? Am besten, wir blenden euch jetzt mal eine Definition ein. Was ist eigentlich hinter dem Staken? Du kriegst einen Bonus bei der Nutzung eines Netzwerks, um es zu erhalten und auch für Entwickler auch interessant zu machen, das zu nutzen. Genau, also eigentlich, ja, wie du schon richtig gesagt hast, der User erhält eine Prämie und im Gegenzug dafür werden eben diese Stablecoins aufbewahrt und er hat zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum keinen Zugriff darauf. Weil jeder Entwickler hat ja auch keinen Bock, unbedingt dieses Netzwerk zu nutzen und weiterzuentwickeln. Ja. Und wenn du eine Prämie bekommst, macht es natürlich den finanziellen Anreiz aus, der genau. Jetzt nicht zu unterschätzen ist. Ja, wie eine Dividende eigentlich bei Aktien zum Beispiel. Also zusammenfassend möchte ich euch nochmal erklären, Luna oder Terra ist jetzt ein Blockchain-Projekt, das jetzt auch nicht so einfach zu erklären ist. Es nennt sich selbst als die Blockchain-Zahlungslösung und das Netzwerk der nächsten Generation. Und es möchte mit Stablecoins ein Netzwerk schaffen, das auch den eigenen Luna-Coin antreibt. Und technisch gesehen nennt es sich ein Layer-One-Blockchain-Protokoll, also ein Infrastrukturprojekt, das mit Smart Contracts viele Funktionalitäten für viele Firmen ermöglicht und dadurch auch interessant ist für die Zukunft und ein ernstzunehmender Konkurrent von den großen Infrastruktur-Coins ist. Und der Wert von Luna, ja, heute, ich habe geschaut, ich glaube 89 Euro, Ben. Ja, wir blenden auf jeden Fall auch mal den langfristigen Chart ein seit 2018, also der Einführung auch von Terra. 85,89 Euro, der letzte Stand, den ich hier habe. Ja. Hoch lag bei über 90 Euro und wie gesagt 550% in so einer kurzen Zeit, das muss man erstmal besser machen. Ja, das stimmt, das ist schon Wahnsinn. Ich sag mal wieder wie jede Woche, vielen Dank dir. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder, vielleicht ja mal mit dem Thema NFTs. Wir haben ja schon länger überlegt, mal so eine NFT-Woche zu machen, aber natürlich die letzten 3 Wochen, da gab es einfach deutlich wichtigere Themen. Danke, Ben. Bis bald.